habe ich drei Bierpong-Regeln für dich, die dein nächstes Bierpong-Match garantiert um ein Vielfaches spannender machen. Regel Nummer 1 lautet Russisch Roulette. Der Spielaufbau hierfür ist ganz klassisch, 10 Becher pyramidenförmig angeordnet und in jeden Becher wird Bier eingefüllt. Du darfst dir jetzt bei dem Aufbau deiner Gegner einen Becher aussuchen, in den du zusätzlich in das Bier Wodka noch mit hineinfüllst. Dabei darf das gegnerische Team nicht zugucken, welchen Becher du dir aussuchst, sodass es eine blinde Überraschung bleibt. Irgendwann im Spielverlauf wird natürlich einer der Becher getroffen und der, der diesen Becher trinken muss, den erwartet eine böse Überraschung. Regel Nummer 2 heißt der Troll. Diese Regel ist ganz simpel. Wenn du ein Bierpong-Match spielst und irgendwer der Teilnehmenden trifft in dem gesamten Match nicht einen einzigen Becher, dann ist dieser Spieler ab sofort der Troll. Das bedeutet, er muss die nächste Runde Bierpong aussetzen und während die nächste Runde gespielt wird, muss er sich unter den Tisch setzen und dort sitzen bleiben, bis die Runde vorbei ist. Und Regel Nummer 3, eine Regel, die sicherlich viele von euch kennen, On Fire. On Fire ist auch ebenfalls eine ganz simple Regel. Hier geht es darum, wenn du irgendwie im Matchverlauf mindestens 3 Becher in Folge triffst, bist du on fire. Das bedeutet für dich, dass du ab jetzt so oft in Folge auf die gegnerischen Becher werfen darfst, bis du nicht mehr triffst. Kanntest du eine dieser 3 Bierpong-Regeln und mit welcher Regel spielst du, um dein nächstes Bierpong-Match ein bisschen spannender zu machen? Schreib es uns gerne in die Kommentare.